Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Retro-Kühlschränke-Tests. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Klarstein Monroe XL. Dieses Klarstein-Hausgerät ist eine Kombination aus Kühlschrank und Gefrierfach. Der 39-Liter-Kühlschrank befindet sich über dem 97-Liter-Kühlschrank. Auf diese Weise muss Ihr Rücken beim Betrieb des Modells geschont werden. Nach Angaben des Herstellers hat der Rothe Monroe XL CO2 1100 LVH Retro-Kühlschrank eine automatische Auftauung im Kühlschrankbereich. Mit seinen Abmessungen von rund 45,5 x 49,5 x 129,5 cm ist der Kühlschrank platzsparend und für kleinere Küchen geeignet. Bitte beachten Sie, dass es eine Leerstelle von etwa 15 cm auf der rechten Seite für eine einfache Türöffnung gibt. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Exquisite RKS. Dieser freistehende Kühlschrank mit klassischem Aussehen und taupenblauer Farbton hat eine nutzlose Menge von 121 Litern. Es gibt kein Kühlschrank-Gefrierfach auf diesem Design. So funktioniert es gut für Sie, wenn Ihre Familie einen anderen Kühlschrank oder Oberkörper-Kühlschrank-Gefrierschrank hat. Das Kühlgerät verbraucht durchschnittlich 90 Kilowattstunden pro Jahr und ist für die zweitklassige Energieeffizienzklasse A++ vorgesehen. Da dieser Kühlschrank über ein automatisiertes Auftausystem verfügt, ist dieser Wert allrecht. Sie erhalten den Retro-Kühlschrank RKS 120-16 RVA++ TB von Exquisite mit zwei flexiblen Regalen aus Glas sowie einem Gemüse- und Obstbereich. Auf Platz 3 haben wir die Kaiser KK 70575. Das Modell KK 70575 11E Montpellier aus dem Markennamen Kaiser von Olan Hausgeräte in Berlin zeichnet sich nicht nur durch seine herausragenden 416 Liter Nutzfläche aus, sondern auch durch sein ornamentales Layout mit Jugendstilaspekten. Damit unterscheidet sich der zeitlose Kühlschrank im Elfenbeinschirm von verschiedenen anderen Retro-Kühlschränken im Design der 1950er Jahre. Die Kühlschrank-Gefrierkombination liefert Ihnen automatisiertes Auftauen im Kühlbereich und auch ein No-Frost-System im Gefrierbereich. Darüber hinaus gibt es eine sehr gefrierende Funktion für das schnelle Einfrieren großer Mengen von Lebensmitteln. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Klarstein Pop Liefe. Dieser Klarstein-Mini-Kühlschrank der Karltech GmbH aus Berlin hat ein nutzbares Volumen von nur 48 Litern und wird hauptsächlich zur Getränkeeinsparung genutzt. Natürlich ist es kein Problem, den Kühlschrank zu verwenden, um verschiedene andere Lebensmittel zu halten. Sie können die Innentemperatur zwischen 0 und plus 10 Grad Celsius mit einem Controller auf der Rückwandoberfläche einstellen. Klarstein Pop Liefe verbraucht jährlich rund 103 Kilowattstunden und kommt aus dem drittbesten Energieleistungskurs A+. Ein verstellbarer Gitterboden sollte dafür sorgen, dass ein vielseitiges Innengerüst gewährleistet ist, damit Sie die Getränke stehend oder liegend aufbewahren können. Bei 39 Dezibel muss die Version angenehm friedlich sein. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Vintage Industries. Dieser Kühlschrank im zeitlosen Design des Programmierers und Herstellers der Werbekühlgeräte GastroCool GmbH aus Willich hat eine Nettokapazität von 281 Litern. Der freistehende Retro-Kühlschrank hat einen 1950er-Jahre-Look und ist mit einem automatischen Abtausystem ausgestattet. Das Modell Vintage Industries Havana GCRC 330 verfügt über ein integriertes Kühlfach mit einer Menge von 21 Litern, deren Temperaturniveau Sie flexibel zwischen 0 und minus 18 Stufen Celsius einstellen können. Alle vier Regale aus Sicherheitsglas sowie die vier Türfächer können in der Höhe nachjustiert werden. Das Modell verfügt über Innenbeleuchtung in der idealen Seitenwand. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen.
Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.